Guten Tag, liebe Freunde. Dieser ist mein Name. Anlass des 160 Jahre Jubiläums der Thai-Deutschen Beziehung würde ich gerne eine Geschichte von KMTNB und TGGS in diesem Bezug erzählen. Vor 63 Jahren wurde die Uni KMTNB unter einer deutschen Unterstützung in 1959 gegründet. Seitdem hat KMTNB durch drei Wellen von deutschen Unterstützungen sich zu dem heutigen Stand entwickelt. Bei der ersten Welle, ganz am Anfang, hat die deutsche Regierung eine Gruppe von Fachexperten nach Bangkok geschickt, um die technische Berufsausbildung in KMTNB zu etablieren. Nachher, im 1980er, kam der zweiten Welle zur Entwicklung des Bachelorprogramms in KMTNB nach dem Modell der Deutschen Fachhochschule. Später, etwa 2000, hat die Zusammenarbeit mit der Uni AWTH Aachen als dritte Welle zur Gründung einer Graduiertenkolleg nach dem Aachener Vorbild angefangen. Dadurch wurde die Sillinthorn International Thai German Graduate School of Engineering, TGGS, in 2005 gegründet. Diese langjährige deutsche Unterstützung in unterschiedlichen Niveau von Berufsausbildung bis zur Promotion zeigt den Willen und die Aufrichtigkeit der Deutschen zum Beitragen zu der Ausbildung in Thailand. Wir sind sehr froh und darauf stolz, dass KMTNB und TGGS mit diesen Unterstützungen gesegnet sein dürfen. Nun stehe ich vor dem Baum, den der damalige deutsche Präsident Dr. Johannes Rau in 2003 bei seinem Besuch an KMTNB gepflanzt hat. Dieser Baum dient als ein wichtiges Denkmal der langjährigen thai-deutschen Zusammenarbeit in unserem Campus. Bei diesem 160 Jahre Feiern, ich gratuliere und wünsche, dass die thai-deutsche Beziehung mit diesem Baum weiter wächst. Alles Gute und auf Wiedersehen.